Bauabschnitt A1. Bei der Montage des Axiallagers muss man mit dem Klebstoff sehr sparsam umgehen. Besonders ist darauf zu achten, dass kein Klebstoff in das Innere des Motors gelangt und die Welle blockiert. Ich verwende dazu leicht flüssigen Sekundenkleber und tue nur ein ganz kleines Tröpfchen in die Rinne der Kontaktfläche und lasse das einfach auf den Motor fallen und drehe es danach ein wenig. Das reicht schon. Bevor Sie den Achsverbinder montieren, beträufeln Sie ihn an der flachen Seite mit einem Tropfen Öl. Ich schiebe ihn auf den Motor und fixieren die Schraube unter ganz leichtem Druck von der Seite auf die abgeflachte Welle. Nun sollte sich der Motor sehr leicht drehen lassen. Um die Kabel des Motors einfacher durch den Schlauch zu bekommen, bündeln wir diese mit ein wenig Tesafilm, Abisolierband oder sonstigen Klebeband. Und dann ist das Einfädeln und Durchschieben durch den Schlauch sehr einfach. Und schon ist er montiert.